Willkommen zurück bei Dying Light. Nach einer sehr langen Pause spiele ich jetzt auch hier weiter. Und nehme das Ganze natürlich auf. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen ein wenig gespielt. Und ich sollte hier definitiv ein paar mehr Fähigkeiten einsetzen und auch natürlich skillen, habe ich festgestellt. Oh, das ist einer von den Wahnsinnigen. Mir hochklettern. Was zur Hölle? So. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich gehe mal lieber runter und schließe in der Zeit mal die Tür, damit hier auf keinen Fall noch mehr reinkommen. So, wie sieht's denn mit den Waffen aus? Eine Nagelkeule. Können wir auf jeden Fall verbrauchen. Das sind definitiv zu viele hier oben. Okay, rutschen geht auch. Dann nehmen wir eben die Wurfsterne. Okay, die Waffe ist unbrauchbar. Kann man auch nicht mehr reparieren. Verdammt nochmal. Langsam aber stetig. Aber gut.
Muss auf jeden Fall den Skill reinnehmen. Oh shit, ich habe keine Metallteile mehr. Auf jeden Fall den Skill reinnehmen. Damit meine Waffen länger halten. So, jetzt. Puh. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Erstmal die ganzen Päckchen einsammeln. Metallteile wären nicht schlecht. So, dann schaue ich direkt mal. Ha. Das ist schlecht. Ich habe aktuell nicht mehr wirklich viele Waffen. So, dann zähle ich auf jeden Fall die Nagelkeule. Und einen der Maurerhammer. So, dann habe ich noch Medikits, nur eines. Besser als keines. Okay. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der Punkt ist ein wenig verbuggt. Ich vermute, dass... Ah, hier ist noch einer drin. Alles klar. Jetzt. Ein paar Wendigkeitspunkte einsacken. Durchs Rumklettern. Ja, da hat er definitiv mehr Probleme. Okay. Ich nehme die Mission hier jetzt erstmal nicht an, sondern versuche in der Story weiterzukommen.
Als kleine Ablenkung. So, ihr kleinen Freunde. Was zur Hölle? Na, das mit dem Dropkick muss ich nochmal üben. Na? Nicht wegrennen. Das möchte ich mir doch verbitten. So. Habe ich noch Dietrich? Ja, 13 Stück. Perfekt. Aufs erste Mal. Perfekt. Ein Hammer, eine Tasche. Hammer. Eine Bodenplanke nehme ich natürlich auch mit. Doch glatt der Baum geblockt. So. Koop-Modus werde ich jetzt natürlich nicht aufrufen. Das spiele ich dann mit einem Kollegen. Nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Kraftstufe. Kraftangriff, Waffenliebhaber. Das ist sehr wichtig. Das werde ich auf jeden Fall nehmen. Wendigkeitsstufe dauert noch ein bisschen. Denn. Oder war das Wendigkeitsstufe war hier? Da will ich dann das Überspringen auf jeden Fall als nächstes haben. So, zu wem muss ich hier und wo ist der da drin? Ja, wir würden lieber helfen. Erstmal alles verkaufen. Was verkauft ihr denn? Irgendwelche guten Entwürfe? Nein.
glaube, ich habe da gerade einen von den Tobsüchtigen ausgetrickst. Das sind ein paar zu viele. Das ist nicht gut. So, wenn ich schon mal hier bin, mache ich die Safe Zone. Oh, wunderbar. Keine Sterne mehr, okay. Was so? So, und eine weitere Safe Zone. Sehr gut. Überlebensrang. Natürlich größere Taschen. Immer. Größere Taschen sind überlebenswichtig. Und weiter geht's. Einige Kombos hier vom Stapel lassen. Ich bin nicht sicher, ob ich durch diesen Tunnel durch möchte. Ich denke, ich versuch's außenrum. Ja, die Sonne blendet hier ordentlich. Ich hoffe, dass es hier einen Weg gibt. Und weg. Ein Spucker, ekelhaft. So, ich habe schon wieder keine Medikits mehr. Hier kann man, glaube ich, an eine Pistole kommen. Ui. Das war knapp. So. Ein Sturmgewehr. Sehr gut. Yeah, und noch einer. Ein Tagebuch. Und es wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir etwas zu essen oder ähnliches finden.
Okay, die haben nichts dabei. Na, das machen wir später. Ekelhafter Spucker. Oh, das könnte knapp werden. Huiuiui. Sehr gut. Ein bisschen was zu essen. Mit den Kollegen lege ich mich jetzt lieber erstmal nicht an. Hab doch richtig gehört. Jetzt nicht. Na, da haben wir doch noch mal. Perfekt. Müllmesser-Mod. Okay. Ich will natürlich auch schauen, dass ich vor der Nacht wieder da bin. Denn ich möchte die Nacht erstmal nicht spielen, wenn sich's vermeiden lässt. Die Uhr sagt 20.07 Uhr, das heißt, viel Zeit haben wir da nicht mehr. Ein Explodierender, das ist nicht gut. Komm, komm, komm. Komm um! Ja, jawoll! Aber Zeit, einen Abgang zu machen, definitiv. Wie weit ist es? 100 Meter, ja, das kriegen wir hin. Knapp, aber machbar. Ja, das hoffe ich auch nicht. Das wird nichts. War zu erwarten. Hm.
Ich würde sagen, nein. Hey. Es ist jetzt hoffentlich noch nicht ganz Nacht geworden, doch. Das ist schlecht. Wo ist die nächste Safe Zone? Hier ist die nächste Safe Zone. Ich versuche jetzt auf jeden Fall noch dahin zu kommen. GRE können wir auch morgen noch kontaktieren. Nein, er dreht sich um, nicht gut. Oh, verdammt, die ist auf dem Dach. Oh shit, nein, 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 nein. Ich hab ihn hochspringen sehen, ich hab ihn hochspringen sehen. Ich stelle mir eine Safe Zone allerdings anders vor. So, verkaufen wir noch schnell. Hat er irgendwas Cooles zum Kaufen? Nein. So. Und das ist mir klar, allerdings werde ich trotzdem lieber schlafen und kein Risiko eingehen. Immerhin waren wir unbemerkt. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Das tut mir leid. Ich mache jetzt hier einen Cut und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Ciao. What the?